Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit Jule und ihrer neuen Eisenrüstung. Habe ich mir. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Siehst ja richtig blendend aus heute. Hatte man schon immer so diese großen fetten Drähte um die Schultern? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. Die kommen mir auch irgendwie neu vor, aber an der Version hat sich eigentlich nichts geändert. An den Armen, das weiß ich, die so nach vorne stehen, aber an den egal. Ist nicht schlimm. Kann ich dich gut festhalten. Wenn wir wieder einkaufen gehen und du willst bei der Süßigkeitenabteilung links abbiegen, dann kann ich dich schön da so greifen und aus dem Gang zerren. Wer hat einen Kuchen gestern gekauft und sollte eigentlich nur Eier mitbringen? Ich. Ja. Au, oh, so schaut das aus. Ja. Ich habe auch Pilze angepflanzt, die man unschwer erkennen kann. Ich das auch. Ist, immer wenn die welche hatten, habe ich die hingesetzt. Ja, die sind etwas, ich weiß nicht genau, was hier passiert ist, aber es, das da. Es ist irgendwie merkwürdig geworden. Keine Ahnung, der Block, der seit der Block da, nimm bloß nicht den Block weg, sonst fallen uns bestimmt die Pilze runter. Hängt an einem imaginären Block. Ich werte den mal auf. Hier hinten ist das auch irgendwie merkwürdig. Ich habe die irgendwie auf die Werkbank gestellt. Auf die Werkbank gestellt, ja. Das sind jetzt Luftpilze. Luft? Ja, das sind Luftpilze. Genau. Mhm. Nee, gut. Wir waren in der letzten Folge ein bisschen Material sammeln. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben, ehrlich gesagt. Waren Buddeln. Ich habe die Buddelfolge oder so heißt die bei mir. So, irgendwie so ähnlich. Waren buddeln. Ach so. Ja. Okay. Ja. Wir waren buddeln. Ja. Na, das ist doch schon mal nicht schlecht. Für Munition. Für Munition waren wir buddeln. Ja, kann gut sein, ja. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ehrlich nicht. Ist ja schon ein paar Tage her, dass wir aufgenommen haben. Ist ja viel passiert. Ja. Unter anderem war der Entwicklerstream. Indem sie einige Neuigkeiten zur 1.0 dann verkündet haben. Also wenn euch das interessieren sollte, ich habe es auf Deutsch übersetzt, findet ihr in der Playlist zur 1.0. War schon interessant, was sie da so gezeigt haben. Vor allen Dingen im Bezug auf den Wassersammler, Tausammler. Ja. Okay. Ja, der ist komplett überarbeitet worden. Der Tausammler braucht jetzt keinen Wasserfilter mehr, um Wasser herzustellen, sondern er braucht nur einfache Materialien. Und er kann dann mit Mods, also man kann den upgraden, so dass er halt zum einen gereinigt, also er fördert standardmäßig dreckiges Wasser und man kann ihn upgraden, so dass er dann normales Wasser mit einem Wasserfilter, genau, dass man da gefiltertes Wasser bekommt. Und man kann ihn auch noch upgraden, dass er mehr Wasser produziert und dann macht er bis zu 6 Wasser pro Tausammler. Mehr Felder. Er hat ja nur 3 momentan. Ja, mehr Felder kriegt er nicht, aber er macht dann 2 Wasser rein. Oh, okay. Das ist ja nicht schlimm, haben wir trotzdem 6 Wasser raus. Ändern. So, mach mal hier hin. Kürbisse. Kürbisse sind toll. Und das noch mal Kaffee. Ja, auch nun die Fahrzeuge, die sind auch überarbeitet worden. Ja, das hat man in den Videos schon gesehen, ne? Da haben sie richtig angeteasert mit. Ja, genau. Also die machen wie heißt es? 4x4 sieht doch schon richtig geil aus, wie so ein Monster Truck. Genau, der 4x4, ja, ich weiß nicht, ob der direkt so aussieht, da muss man wahrscheinlich noch irgendwie aufwerten.
Aber der 4x4 kann standardmäßig 4 Personen transportieren. Und das Motorrad standardmäßig 2. Und der Gyrocopter kann auch 2 gleichzeitig. Ah, den haben wir ja in dem Video noch nicht gesehen. Also wir hatten ja ein cooles Video gesehen von jemandem. Der hatte ja schon einiges gezeigt und der hatte auch gesagt, der kriegt ja dann die Gyrocopter-Mods. Also bisher war es so, dass der 4x4 die Gyrocopter-Mods kriegt und hatte dann auf einmal so ein Schild vorne dran mit Stacheln und fette Reifen und hast du nicht mehr. Alles Mögliche. Ja. Also das ist auch verlinkt bei Jones im Discord. Das geht nur so 10 Minuten, aber das Video war echt cool. So, was können wir denn noch Leckeres zu essen machen? Steak mit Kartoffeln, ne, war das? Kürbiskuchen, da brauchst du immer Wasser, Tierfett, Maismehl und Kürbisse, glaube ich. Blaubeerkuchen bringt immer so 25. Steak und Kartoffeln ist nicht schlecht. Wildbrät-Eintopf bringt halt auch viel und zusätzlich Wasser. Also Blaubeerkuchen könnte ich jetzt 11 Stück machen. Wildbrät-Eintopf brauchst du halt Pilze. Wie viel kannst du davon machen? So, ja, 25 Wildbrät-Eintopf. Dann mach doch die. Dann mache ich die auch noch. So, das sind dann hier 30, 90, 93 Minuten, die wir hier köcheln müssen. Na ja, gut. Nee, du köchelst nicht, das Essen köchelt. Wäre schlimm, wenn du dann in so einem Topf sitzt und vor dich hinköchelst. Ja, ich rühre das um. 90 Minuten am Stück. Warte, ich muss jetzt ein Foto von dem Kochtopf machen und dann setze ich dich per Photoshop da rein. Haben wir nicht Kohle holen oder hast du schon Schießpulver angeschmissen? Ich habe ein bisschen was angeschmissen. Ja, ja, genau. Ich habe Dings angeschmissen. Ja, stimmt. Wir hatten ja hier in einer Folge unser kleines Chemielabor hier hingezimmert. Genau. Und da habe ich Schießpulver. Da braucht man noch ein paar Pflastersteine hier, dass wir hier noch ein bisschen schöner machen können. Ne? Pflastersteine habe ich aber vorproduziert. Ja, ah. Dann hole ich mir die mal und dann tacker ich die mal da dran. Wo sind die denn da? Oh, das sind aber nicht viele. Oh, ja gut, dann mache ich mir noch welche. Kein Wie Problem. Hast du denn erwartet? Ja, na, du sagst, du hast welche vorproduziert. Wie viel waren es denn? 240. Ja, das ist besser als gar keiner. Also vorproduziert ist es auch. Ja, ja. Ich mach mal 1000. So, nehme ich mir hier den guten Klauenhammer. Aus der das funktioniert nicht. So, aus der Werk kommt dann kommt aus der Werkbank kommt dann ein Mantel für dich. Meine Fresse. Das war oh, jetzt schön. Ein schweres Wort, ey. Ja, 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 ja. Jule hat genäht. Ja, immer noch. Ich nähe noch. Oh, so ein schöner kleiner Anbau geworden. Es sieht aus wie irgendwie ein Tierchen mit einem großen dicken Auge und zwei Pausbäckchen. Weil die sind noch holzfarben. So, mehr geht nicht. Haben wir zufällig irgendwie noch eine Fackel oder Kerzen oder so? Kerzen. Wir könnten doch auch eine Laterne bauen. Ja, aber Kerzen sind noch schöner. Die sind noch viel gemütlicher. Kerzen sind gemütlich. Ja. Gut. Da, guck mal hier. Eine richtig schöne Chemiestation. Ganz gechillt. Hm. Ganz gemütlich. Sitzt sie da in ihrem kleinen Kämmerlein? Ja, warte, ich muss mal einen Screenshot machen. Deine Chemiestation mit ihrer kleinen Kerze. Genau. Oh. Ja, sieht gut aus. So. Machen wir den Rest nochmal hier rein.
Und wir haben da bestimmt noch ein paar Nägel übrig, ne? Jo. Blauen Hammer wieder weg. Achso, warte mal, haben wir eigentlich Farbe? Tatsache, wir haben Farbe. Haben wir Farbe? Ja, 30. Ich weiß nicht, wie weit man damit kommt. Ich glaube nicht sehr weit, ne? Nö, aber mit Chrysanthemen und Wasser kannst du ja Farbe machen. Chrysanthemen und Wasser? Ich glaube. Chrysanthemen haben wir aber, glaube ich. Ja, doch, wir haben ein paar. Ja, für den roten Tee hast du doch welche. Das würde mich wundern, wenn wir keine hätten. Ja, aber wir haben kein Wasser mehr. Wenn ich wusste, alles verköchelt. Wenn ich wusste, noch mal kurz rausgucken, ob draußen wieder was drin ist. Nee, nee, so schnell ist da nichts drin. Ich hoffe ja mal, das ist auch gefragt worden beim Stream, dass die hier vielleicht mal neue Texturen reinmachen, weil das ist ja... Wo denn? Ja, na, in dem Farbpinsel-Dings da. Ach so. Ja, komm, erstmal muss hier Charakter, Bild, hast du nicht gesehen, von Machete und was weiß ich nicht alles kommen, bevor die da eine neue Textur machen. Also, sowas kannst du echt nicht erwarten. Na, das haben sie ja, das geht ja alles. Der Charaktereditor ist ja richtig gut. Ja, ich meine nur, darauf haben sie großen Wert gelegt. Warte, ich guck mal kurz das Gesicht meines Charakters an. Oh, das sehe ich ja gar nicht. Verstehst du? Ich finde es aber ganz toll, dass man in Spielen ultra viel in die Charaktere reinstecken kann. Jede Falte, jede Narbe, die Augenbrauen gezupft, verwuschelt, monobrauner, hast du nicht gesehen? Und dann kriegt der Typ einen Helm auf, das eigentlich komplett eine Maske ist und du siehst nicht ein Fitzelchen von seinem Gesicht. Das ist ja toll, dass ich stundenlang in die Charakter-Editor-Sache reinstecken kann, aber du siehst es einfach gar nicht. Und warte, ich selber sehe meinen Charakter überhaupt nicht. Ich sehe gerade, dass ich einen Schraubenschlüssel in der Hand habe und eine Viertel von meiner Hand. Ja. Ja. Ist so. So schön wie das ist, finde ich das ein bisschen verschwendete Ressource und Zeit. Ja, du kannst ja in 7 Days in Third Person gehen. Ne? Bringt dir nur nichts in dem Spiel hier. Ja. Du siehst ja trotzdem nicht dein Gesicht. Ja, aber du siehst die anderen Gesichter. Du kannst schon. Du musst halt in Third Person gehen und dann musst du die Kamera abkoppeln, gell? Das geht schon. Aber da habe ich nichts von. Ich gucke ganz selten dein Gesicht an. Ja, ich sehe eher immer deinen Rücken, deinen Hintern oder irgendwas anderes, wenn du vor mir rennst. Das klingt jetzt falsch, dass du meinen Hintern siehst, aber macht nichts. Wenn du vor mir bist, irgendwo, wir kämpfen irgendwo, sehe ich eher das. Mhm. Ja. Okay. Ja, dann ist er gut. Eine geile Tür. Hey. Eisenhelm und einen Staubmantel gefunden. Ich stelle gerade einen her. Na toll. Hierapoi. Jahre beschäftigt hier. Das ist Hotel. Ja, sieht da doch richtig schön nach Chemie aus hier. Mit E605 und Säure. Sehr gut. Okay. Ja. Oh, ist schon wieder ein Wasser drin, ey. Ist ja unfassbar. Siehste, kannst du Farbe machen. Ja, klasse. Klasse. Ja, Mann. Muss dich auch mal über die Kleinigkeiten hier freuen. Mhm. Ja, hast recht. So, haben wir denn eigentlich noch eine Quest offen? Glaube nicht, Quest, ne? Die Handelsrouten öffnen habe ich hier. Ach, 2 ja. Kilometer. Finde Händler. Boah,
Trader Gen. Sollen wir da mal hinfahren? Warst du in der Werkbank krabbeln? Was? Nein. Na dann. Oh, ein Mantel. Echt? Nein. Geil. Ja. Das ist ja cool. Ja. Wo kommt der denn her? Der weiß ich auch nicht. So, Essen ist da. Reparaturkits habe ich ein paar da. Minibike ist leer. Nee. Na toll. Blöder Pfosten da. Fail. Achso, warte mal, ich habe die Quest gar nicht aktiv, glaube ich. Hast du die auch? Handelsrouten öffnen? Ja, und zwar nach Südwest. Ah, dahin, ja. Buch. Ach so, wo ich das hier gerade aufgemacht habe, versehentlich dieses Journal, ne? Da gibt's auch, es gibt jetzt so ein neues Challenge-System. Verhält sich so ein bisschen wie das Tutorial. Und schaltet dann neue Challenges frei. Das ist auch ziemlich gut. Das haben sie gezeigt im Stream. Das Journal. Tagebuch? Best? Was ist denn das Journal? Du meinst die Quests? Oder was? Nein. Das Tagebuch. Das Tagebuch. Ah, das Tagebuch. Genau. Das Tagebuch ist ja im Prinzip die Anleitung. Und wenn du im Spiel ja anfängst, dann bekommst du ja diese Startquest, wo du so ein paar Sachen bauen musst und dann zum Händler musst. Und das ist jetzt erweitert worden. Du kannst die, die Startquest, die gibt es natürlich immer noch, genauso wie früher auch. Aber wenn du die gemacht hast, dann kannst du deine Belohnung dafür abholen praktisch. Und kannst dann das nächste machen. Und zwar in x-beliebiger Reihenfolge. Das sind immer so 8 oder 10 verschiedene Aufgaben. So Kleinigkeiten, die du halt machen musst. Und dann bekommst du dafür so praktisch so eine Belohnung. Und das ist so ein bisschen halt, ersetzt das Tutorial. Ich kann das irgendwie relativ schlecht erklären gerade. Bei der Startquest heißt es ja hier, sammle Federn, sammle Holz und Steine und keine Ahnung, bau dir einen Bogen und bau dir einen Pfeil und bau dir ein Lagerfeuer. Und das gleiche gibt es dann nochmal fürs Bauen und auch für Farming und so, ne? Wo du dann irgendwie hier stelle einen Pflanztopf her und pflanze Samen an, irgendwie so im Pflanztopf, ne? Und du bekommst halt jedes Mal, wenn du das halt machst, XP dafür. Das ist schon ziemlich gut. Also ich bekomme dafür XP und für Aufgaben, die ich mache, auch nochmal XP. Und fürs Töten von Zombies auch nochmal XP. Ja, du kriegst ja nicht viele XP dafür. Ja, aber außerdem kriegst du die ja nur einmal gerade. Kriegst du ja nur einmal kurz XP, wenn du im Pflanztopf sitzt. Irgendwie 100 XP oder so. Ja, trotzdem, die gibt's ja jetzt nicht. Ne, ja, das ist richtig. Hm? Das sind XP, ja, das die gibt's ja jetzt gerade nicht. Das macht's halt für... Ja, die wollen Newbies halt noch ein bisschen das abnehmen und einfacher gestalten, ne? Den Einstieg in das Spiel, die es doch gar nicht kennen. Genau. Also ich finde das schon ziemlich gut. Aber die neuen Models, der neue Charaktereditor, der sieht echt endgeil aus. Das ist schon cool. Vor allen Dingen, wenn du halt mal so, keine Ahnung, in deiner Base mal irgendwie rumstehst und dich nicht bewegst, dann schauen die Charaktere, die schauen sich dann so ein bisschen um. Die schauen sich dann zum Beispiel an. Auch wenn die sich wegdrehen, schauen die dich weiterhin so ein bisschen an. Von der Seite so, gell? Das ist schon cool gemacht. Bin ich mal drauf gespannt, wenn ich das mal live sehe. Das wird, glaube ich, richtig nice. Also die bewegen sich halt dann endlich mal natürlicher. Das haben wir ja bei uns in Notro auch. Da fangen die an zu zappeln, sich zu kratzen und so. Die bewegen sich halt, ne? Was eigentlich ein Mensch auch machen würde oder ein Charakter so, der fängt bewegen dann halt. Nicht. Die halten halt Augenkontakt. Die Ach halten so. Augenkontakt mit dir. Also, wenn du mir gegenüberstehst, schaut mir dein Spielermodel wirklich in die Augen. Auch dann, wenn du dich seitlich wegdrehst. Ja, schon klar. Der verfolgt oder mich auch dann. Wenn ein Zombie kommt, dann guckt er sich so ein bisschen um. Creepy.
ist echt gut gemacht. Vor allen Dingen sehen die Models gut aus. Es gibt nur noch 4 Rüstungsslots. Ja, das haben wir ja in den Videos davor schon erzählt, genau. Ja. Easy. Alles andere sind Mods, also die Felder, die wir jetzt schon haben als Mods in den Rüstungen, die werden, fallen ja die einzelnen Felder weg, wie die Zigarre oder die Brille, das fällt ja weg, das wird eine Mod innerhalb des Helms zum Beispiel. Die Zigarre gibt es wohl weiterhin noch, haben sie gesagt. Aber das ist trotzdem eine Mod, die in den Helm kommt. Kein extra Slot mehr, kein extra Feld, das gibt es nicht mehr. Aber die Items gibt es noch, ja, die Zigarre gibt es noch, genau. Das hatte der Amerikaner oder wer das war, der hatte das in dem Video auch gesagt. Mhm. Ja, also kriegst du noch deinen Bonus beim Händler, das ist noch da. So, die Handelsrouten sind eröffnet. Bei mir jedenfalls. Ja, ja. Mhm. Oh. Hand abgeschlagen. So, ein Handgun-Magazin gibt es hier. Ich loote mal hier so ein bisschen rum. Ja. Mal gucken, was wir hier noch Schönes finden. Hier ein Buch für dich. In deiner Kiste zum Beispiel, in deiner Jones-Kiste, sind auch noch Bücher, die hast du noch gar nicht gelesen. Ach so, ja, habe ich nicht reingeguckt. Nö, hast du noch nicht reingeguckt. Sehen. Ja, ja, ich nicht. Was du hier oben... Nein. War noch nirgends. Naja. Toll. Das kann ich ja gut. Ah. Kleiner Parcours hier. Außen ist ja richtig was los, ey. Oh, wahrscheinlich eine kleine Horde, die dich besuchen möchte. Die wollte Hallo sagen. Ja, ich glaube auch. Endlich streamt der Porky wieder. Oh. Ich stream doch gar nicht. Let's play der wieder. Ja, Entschuldigung. Ich geh mal gucken. Gibt's hier irgendwo eine Tür? Stimmt. Ich glaube, die hat hinterm Haus gar keine Türe. Die hatte ein paar. Ich habe auch auf der anderen Seite geparkt. Ich stehe auch nicht vorn. Ja, du stehst aber neben dem Haus und nicht hinterm Haus. Ich stehe neben dem Haus? Mhm. Ach so. Ja. Oh, okay. Hm? Ich guck gerade, was sie so hat. Ja, guck mal. Na toll, dein Motorrad ist verriegelt. Ja, wieso? Hast du mal wieder nicht aufgeschlossen. So? Weil ich aber reinstopfen wollte. Achso, ich komm, ich bin sofort da. Da bist du, achso, nee. Hab mich hinterm Ambulanzwagen versteckt. Da war ich schon. Hat mein Moped. Ja, da hinterm Zelt durch die Tür. Schlange. Aufspinnen. Ich gehe mal rein und verkaufe ihr ihre eigenen Schuhe. Da freut sie sich bestimmt.
Oh. Guck mal, Jen, ich habe hier voll die tollen Hacken. Ja. Das kannst du haben. Das kannst du auch noch. Das auch noch. Jetzt habe ich 189 Jetons. Ich habe. Kann ich was Schönes verkaufen? 556 Jetons. Falls du haben möchtest. Nö, nö. Nö. So. Okay. Dann könnten wir jetzt irgendwas machen. Ja. Oh. Jen hat jetzt einen Hund. Hä? Das Na, denn? Ich bin raus. Coyote läuft rein und ich mach direkt die Tür zu. Oh. Jetzt ist der Coyote bei Jen. Oh. Ja, dann hat sie jetzt einen Wuffi. Ist nicht so schlimm. Hm. Vielleicht mag sie gar keine Hunde. Oh, sie ist allergisch auf Kojotenhaare. Könnte sein. Oh. So, hau ich mir mal hier so ein Steak rein. Und hier noch einen schönen Screenshot. Mach doch mal einen schönen Screenshot. Ja, von Jens Klinik hier. Kannst du mal einen hässlichen Screenshot machen? Nein, die machst du. Oh, recht hat er recht? Ja, du frickelst ja immer 2 Stunden im Photoshop an einem Screenshot rum. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. So, wo bist du denn hingerannt? Ich war immer noch bei der Händlerin. Ich laufe hier rum, töte Monster und sammle Zeug ein und... Du tötest Monster. Naja, so Zombies. Drinnen ist auch noch einer. Drinnen ist auch noch einer. Der Arme. Ja. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Der muss ja irgendwo rumrennen. Arme Vieh eingesperrt, ey. Hab ich gesagt, du lootest hier mal bei ihr? Die ganzen Chemiestationen, Schmiede, ist ja gar nichts gelootet hier. Der steht. Was ist denn jetzt mit der Tür hier los, ey? Ich habe die Tür aufgemacht, der Sound kam, aber die Tür ging nicht auf. Ja gut, ist nicht so schlimm. Merke wie dich. Ich habe doch gelootet, Chemiestation, keine Ahnung, wo die waren. Hier rechts neben der Kirche. Ist alles. Werkbank, Chemiestation, Betonmischer, Schmiede, alles. Hm. Aber den Kojoten sehe ich nicht. Vielleicht hat's ihn rausgeschmissen. Nee, den habe ich ja jetzt auch platt gemacht. Achso, das habe ich nicht gehört. Na, ich sag's doch gerade. Ah. So, ich fahr mal hier in die Stadt rein. Hier am Checkpoint vorbei. Checkpoint Charlie. Das ist aber bestimmt Checkpoint Alpha. Meinst du? Ja, bei dir ist alles... Wow. So. Bei dir ist alles Checkpoint Charlie. Ja. Ja. Wieder so ein Coyote. Oh, die gibt's hier wohl öfter. Mhm. Gibt's hier auch irgendwas Interessantes, so zum Looten oder so? Ah, vielleicht ist es bloß so ein kleines Nest. Nö, ist schon eine größere Wüstenstadt, das hier. Okay. Da ist eine Polizeistation. Ich glaube, da links war auch ein größerer Laden. Ist hier so eine Lagerhalle? Armstrong Auto, das kenne ich gar nicht. Big Buns. Ich. Die Stadt ist sogar was größer. Noch
Größe. Ja. Hier ist ein großer Person Gas. Hier ist ein Parkhaus. Oder sowas. Oder sowas. Ach, nee, warte mal. Moment. Nee, was ist das hier? Ja, das ist ein Hotel. Ein Parkhaus und ein Hotel. Hier ist auch eine Feuerwehrstation. Kannst du einen anderen Bogen bauen? Nee, nee. Glaube nicht. Bobcat Bar. Lux? Bobcat ist auch ein Lux? Ja. Oder Bobbycat oder. Hier ist die komische Waystation. Wo immer alles zusammenbricht dahinter. Hier ist dann noch so ein Checkpoint. Ja, die ist wirklich was größer hier, die Stadt. Ich fahr mal in die andere Richtung. Ein Waffenladen wäre vielleicht mal ganz gut, ne? Naja, ich habe doch AKs gebaut. Aber vielleicht gibt's ja Munitionas. Ja, ein Waffenladen wäre doch mal ganz nett. Ich schaue gerade, ob ich irgendwie sowas finde. Hier, Dells Café. Da ist noch ein Diner. Also hier gibt es echt genügend, genügend Sachen noch zum Looten hier in der Stadt. Ah, jede ja. Menge Häuser. Aber einen Waffenladen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Welchen Schraubenschlüsseltyp hast du? Ups, eigentlich. Welche Stufe? Ich glaube, ein Einser. Ich hab einen Dreier gefunden. Ich kann gerade nicht gucken, ich sitze im Moped. Ja. Was sind da oben noch? Achso, das sind nur so Einzelhäuschen, die da irgendwo in der Wüste stehen. Schade, schade, schade. Also einen Waffenladen habe ich leider nicht gefunden bisher. Okay. Ja, auch noch. Alle noch. Oh, der ist verraten. Eine beeindruckende künstliche Intelligenz. Nee, hier nicht. Ja, die Zombies sehen ja auch alle ein bisschen anders aus. Ne? Die Varianten haben sie so ein bisschen gezeigt. Ja. Wobei ich persönlich aber der Meinung bin, das sind nicht wirklich Zombie-Varianten. Die naja, haben ja alle nur... Die eine haben andere alle Farbe nur ein bisschen, vom T-Shirt an oder so. Ja, genau. Da kann man jetzt eigentlich nicht wirklich von einer Variante vom Zombie sprechen. Für ein Gemäckchen hier. Fahr mal lieber weg, bevor mich noch einer sieht, was ich hier mache. So, gibt's denn jetzt noch irgendwo eine Ecke, wo ich noch nicht war? Bei Polizeistation könnte auf jeden Fall... Was machst du da auf deinem Moped? Wieso, was mache ich denn da? Ich sitze hier drauf. Seitwärts laufen. Und was zu essen in der Hand haben. Hä? Ja. Läuft seitwärts. Warte. Jetzt kann man das auch kurz richtig sehen. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins. Ist
du mal bei Jule dann reinschauen. Ich würde dir deinen Schraubenschlüssel gleich mal rauswerfen. Kannst du den hier gerne haben? Weil, ich mach's ja doch mal irgendwas kaputt. Danke. Wieder schön. Ich habe hier noch Bücher für dich. Büchers. Die wollte ich dir eigentlich ins Moped schmeißen. Ein Hüpfi. Kannst du den nicht reinschmeißen? Nö. Und wieder gesperrt? Nein, das ist voll. Ach so, ja, ja, ich finde halt viel, ne? Aber du ja, kannst, schmeiß ihn mir hier raus, schmeiß einfach raus, schmeiß raus. Da, da, da. Danke. Alter, ich denk's, ich treff den Typi, ey. Der ist über dich drüber gesprungen. Achso, und ich habe hier noch Nadel und Fadenband 2, aber das kannst du wahrscheinlich auch schon. Ich habe hier auch noch ein Buch, das kann ich auch schon. Kannst du nochmal lesen? Oder? Ja, ich mach's ins Moped rein. So, okay. Dann würde ich sagen, zur Polizeistation. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo die war. Hier vorne rechts. Frag mich doch, ich kenn mich aus. Du kennst dich aus? Ja, klar. Du bist vorbeigefahren. Hier vorne, rechts. Ach, hier schon. Ich meine, ich dachte, du meinst mit hier rechts rein. Dann wäre aber, du bist aber nach links gefahren zu Corners Café. Nein, ich bin über dein Moped drüber gefahren, weil du genau vor mir einfach angehalten hast. Ich bin dir jetzt sozusagen aufgefahren, du hast mich ausgebremst. Niemals würde ich das tun. Ich habe das gar genau nicht, mit meiner Dashcam gefilmt. Ah, deiner Dashcam. Ja. Meiner Blechcam. Boing. Hast du das gesehen? Einfach geplatzt. Hast du richtig toll gemacht. Ja, danke. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Bäh. Ja. Gut, gut, gut. Na dann. Kann er in die Kanalisation? Ja, da kannst du in die Kanalisation runter, genau. Dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge. Und dann gehen wir mal hier in die kleine Polizeistation rein, gucken wir mal, was wir da so finden. Wieso hast du dich jetzt schon wieder da hochgebaut? Warum denn nicht? Warum hast du dich da hochgebaut? Lass mich. Ich weiß, warum du dich da hochgebaut hast. Ja? Ja. Oh, du hast fast einen Pfeil im Fuß gehabt. Hm, ich liebe dich auch noch. Gerade so. Na, dann ist ja gut. Sag mal, seit wann laufe ich denn den Zombies hinterher und nicht davon? Ich glaube, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, jetzt ist es soweit, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Die ist vor mir weggelaufen. Die haben alle Angst vor dir. Okay, na dann, vielen lieben Dank auf YouTube. Macht's gut, tschüss. Genau, bis denn, tschüss.